Bitte am Filmen. Guten Morgen. Ich war jetzt schon springen. Ich wollte eigentlich vorher ein Intro filmen, aber die Steffi war dann mit dem Requiem recht schnell da. Also recht, ja, einfach recht schnell. Ich habe gedacht, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Aber ja, wir waren heute springen. Und das erste Mal sogar mit dem Requiem gemeinsam springen, das erste Springtraining. Und es war echt gut. Ich habe zwar nicht gedacht, dass es dann so hoch wird, aber es war echt gut, hat echt Spaß gemacht und es hat ihm auch echt gut, echt Spaß gemacht. Und ja, schöne Abwechslung. Ich werde auch die Szenen jetzt, also das, was die Steffi war nämlich so lieb und hat gefilmt. Und das werde ich euch jetzt einfach einblenden. Und ich fahre jetzt weiter zum sehr Quick Step. Quicksequats! Belly! Quickstep! Hi Belly! Hi du! Wollen wir dich mal da? Ich bin jetzt schon beim Quickstep. Ich werde ihn jetzt putzen. Und dann werden wir in die Halle gehen, ein bisschen Bodenarbeit machen. Ja, ich werde eigentlich das gleiche wie vor 2 Tagen machen. Da war der Alex mit und hat gefilmt, das heißt, ich werde auch das einblenden, weil es natürlich vom Filmen her einfach besser ist. Und werde ich dann nachher berichten, wie es heute gegangen ist. Wir sind jetzt fertig geputzt. Er ist nicht gerade sehr motiviert. Ja, und Berlin. Ja, mal schauen, wie es mit der Motivation heute geht, aber ich glaube schon, wenn er dann macht. Also wenn wir dann was machen, ist er immer brav dabei. Ja, jetzt werden wir mal in die Halle gehen, ein bisschen Schritt aufwärmen und dann mit der Bodenarbeit beginnen.
Da steht er wieder. Kleiner Mann. Und frisst. Und hinten steht der Merle noch. Ja, ja. Da sitzt er unten. Er war heute eigentlich sehr brav. Am Anfang war er ein bisschen zart, aber es ist so mit der Zeit eben besser geworden und am Ende hat er echt schon brav mitgemacht. Ja, Futter hat er jetzt noch bekommen. Und jetzt steht er wieder in der Gruppe. Schon wieder beim Heuständer, wo sonst. Und ich werde jetzt heimfahren, beende mit dem Vlog und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!